Hallo ihr Lieben und willkommen bei einem neuen Video von mir. Wie ihr am Titel schon gesehen habt, habe ich mal wieder einen Haul für euch. Ich habe einiges nachzudrehen in Zeiten, wo ich nicht konnte. Strangsanierung, Blasenentzündung und so, ihr wisst. Und deswegen kommen jetzt ein paar Hauls hintereinander. Und zwar habe ich wieder Post bekommen von AliExpress. Es sind wieder Stempel und Stanzschablonen bei mir angekommen. Es sind wieder nicht alle Stempel und Stanzschablonen, weil es kommt ja nicht alles auf einmal, sondern immer tröpfchenweise. Aber ich finde, jetzt kann man schon mal anfangen abzufilmen. Und ja, das wollte ich euch einfach mal zeigen. Und zwar als erstes würde ich sagen, beginnen wir mit den Stempeln. Wir haben jetzt allererstes diese zuckersüßen Feen. Ja, ich mag Feen. Das ist sehr, sehr niedlich hier. Pixie Hugs and Kisses finde ich sehr süß. Und ja, ich mag ja so Feen, Meerjungfrauen, Einhörner, ne? Ja. So richtig kindgerecht. Ja, dann kamen die süßen Schweine hier bei mir an. Die tanzenden Dirty Dancing Schweine, wir sehen es hier oben. Da hält Patrick Swayze, Jennifer Grey, ne? Baby and Johnny, ihr wisst. Falls ihr Dirty Dancing gesehen habt, aber ich denke schon, die meisten kennen das bestimmt. Ja, auf jeden Fall passt hier auch sehr gut. I've had the time of my life. Ja, sehr, sehr cool. Auch Cha-Cha-Cha passt auch. Sehr, sehr cool. Die Anlehnung an Dirty Dancing halt, ne? Ja, einmal die Schweinchen. Dann haben wir einmal diese hier. Hula Hula hier, ne? Hula Hula Mädchen. Ja, die fand ich auch sehr süß. Da haben wir hier ein Chamäleon. Papagei, Schildkröte, das Mädchen, diese Wörter, Sprüche haben wir hier. Sending Saltwater Kisses, die kommen immer auf Ideen, ne? Oder Warm Wishes and Sunny Smiles. Ja, sehr niedlich fand ich die auch. Achso, gekostet haben die immer so um die 2 bis 3 Euro. Und als letztes Stempelset haben wir dann diese super niedlichen Elefanten. Ja, finde ich zucker, zucker süß. Mit diesen ja, Sätzen da oben. Thank you, Happy Birthday. Happy Birthday kann man auch immer gebrauchen, obwohl die auch, glaube ich, sehr oft vertreten sind. Also Happy Birthday kann man in ja fast jedem Set irgendwie finden. So, das waren die Stempel, die angekommen sind. Jetzt würde ich sagen, machen wir weiter mit den Stanzschablonen. Und zwar erkennt man das jetzt nicht. Das sind Stanzschablonen für Stempel mit Einhörnern. Hatte ich das? Oh, jetzt hätte ich vielleicht mitzeigen sollen, weil so bringt einen das, glaube ich, nicht weiter. Ja, das ist auf jeden Fall so ein Set, um Stempel auszustanzen. Das ist nicht so sonderlich interessant, glaube ich. Naja. So, dann haben wir einmal Kätzchen. Ich würde sagen, ich mache das mal auf, dann sieht man das besser. Ach ja, jetzt klebt es zu. Ah ja, hier. Jetzt habe ich es. So. Sind so kleine, also die sind wirklich sehr, sehr klein, kleine Miezekätzchen. Ja, Katzen mag ich ja. Ich mag ja auch Juna. Wäre ja auch schlimm, wenn nicht, ne? Ja, die habe ich mitgenommen. Dann habe ich einmal diese super schöne Stanzschablone. Ja, Stanzschablone mit einem Einhorn. Kannte ich vorher noch nicht, habe ich noch nie gesehen und ja, durfte dann mit einziehen. Dann habe ich noch dieses hier, was ich jetzt aber raushole, damit man das richtig lesen kann, oder? Ich schieb das mal. Ja, so. Ja, an was erinnert das uns? An Cinderella, würde ich sagen, mit dem Prinzen. Dream is a wish your heart makes. Ja, weiß ich nicht, ob das jetzt hätte sein gemusst, aber... Ja, ihr seht das schon, das ist halt so Cinderella. Dann haben wir noch ein Pärchen, was sich küsst. Ich mach's mal auf, hol's mal raus, Moment. So. Und zwar diese hier, die fand ich sehr, sehr hübsch. Hat mir sehr gut gefallen. Ist auch ziemlich klein, wie ihr seht, an meiner Hand. So groß ist die gar nicht. Aber fand ich auch sehr schön. Dann haben wir als nächstes diese Einhorn-Schablone. Ja, ich mag Einhörner, wir wissen's, ne? Ja, die habe ich auch bestellt. Hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Und bei Ali kosten die ganzen Stanzschablonen ja auch nicht wirklich viel. Also das ist wirklich Top-Preise, die man da hat. Dann habe ich dieses Set mitgenommen. Ja, ich habe einige solcher Sets
Habe ich ja in anderen Hauls schon gezeigt. So runde und Herzform und sowas alles. Und ja, jetzt habe ich diese Form mitgenommen. Finde ich sehr praktisch für auf Karten oder sowas. Finde ich die sehr gut. Und wie gesagt, bei Ali nur 3 Euro noch was. Das ganze Set kann man absolut nichts sagen, nicht meckern. Dann haben wir so diese Blumenform. Auch wieder so ein Set. Ja, auch wie gesagt 3 bis 4 Euro. Und jetzt kommen wir schon zum letzten. Ich bin wieder sehr schnell unterwegs heute. Und zwar dieses hier. Die sind mega große. Seht ihr das? Also das Äußere hier ist an meiner Hand. Ihr seht schon. Im Gegensatz hier zu den kleinen hier. Ja. Also es ist schon. Huch. Ist schon um einiges größer. Und ja. Das ist das Letzte, was angekommen ist. Ich, wie gesagt, ich warte noch auf sehr viel mehr, aber das dauert halt immer, bis es aus China da ist. Und ja, das wollte ich euch aber schon mal zeigen. Ich habe fertig. Ich danke euch fürs Zusehen, ihr Lieben, und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Macht's gut. Ciao.